Thomas und Lisa Müller, seit über 7 Jahren verheiratet. Die Müllers haben somit bereits mehrere Valentinstage gemeinsam verbracht. Lisa und Thomas ganz routiniert. Für mich ist der Valentinstag jetzt nicht irgendwie ein speziell wichtiger Tag. Insofern ist es eigentlich ein Tag wie jeder andere. Aber natürlich als Mädchen will man immer gerne Blumen oder Schokolade. Wir sind halt jetzt auch schon eine gewisse Zeit verheiratet. Da habe ich das Ganze natürlich schon in eine gewisse Richtung Jahr für Jahr hinbekommen. Also die Antwort hätte sich jetzt vor 6, 7 Jahren vielleicht auch noch anders angehört. Bereits mit 19 Jahren hat Thomas seine Lisa geheiratet. Beim Thema Valentinstag weicht er erneut aus. Willst du das jetzt beantworten, wie toll du Valentinstag findest? Also, ich bin kein Freund von terminierten Liebkosungen. Wobei den Muttertag, den darf man natürlich nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Aber eine kleine Blume bringe ich schon ab und zu mit. Ja. Nicht nur am Valentinstag. Lisa und Thomas Müller sind perfekt eingespielt.